Fühle mich super. Bin jetzt seit, glaube ich, knapp über 2 Wochen wieder im Mannschaftstraining und fühle mich echt großartig und darf ruhig so weitergehen. Man wird extrem demütig nach so einer langen Zeit. Ja, man freut sich wieder extrem aufs Kicken einfach und da kommt das Kind in einem einfach wieder durch und man freut sich einfach wieder Ball spielen zu können und ja, es ist wirklich ein großartiges Gefühl und ja, das nimmt man einfach mit für die kommenden Aufgaben und stärkt einen auch in einer nicht so einfachen Situation enorm und ja, ich freue mich momentan einfach wieder am Platz zu stehen. Schwer zu sagen, ja, wir verstehen uns wirklich alle extrem gut. Das macht uns heuer wirklich als Mannschaft aus, weil wir auch abseits vom Platz sehr viel unternehmen und sehr gut harmonieren. Und ja, wird vielleicht noch an Stefan Ilzanker und an Alexander Walke hervorheben, aber ja, ist vielleicht auch ein bisschen ungerecht, weil die anderen auch super sind. Ich habe den von La an der Theia, also das ist in Niederösterreich, habe ihn damals in Wien schon, im letzten Jahr, wie ich in Wien gelebt habe, habe ich mir den besorgt. War anfangs noch nicht so der Hundefreund, weil ich früher nie einen Hund gehabt habe und eigentlich gar nicht gewusst habe, wie das ist. Habe mich dann aber meiner Frau gebeugt und bin jetzt heilfroh, dass ich das einmal erleben habe dürfen. Ja, es ist wirklich unglaublich, wie man sich in so einen Hund verlieben kann und wie sehr sie so ein Hund ans Herz wachsen kann. Und ja, ist natürlich immer wieder jeden Tag herrlich in der Früh mit ihm rauszugehen. Zwar bei jedem Wetter, aber ja, das ist auch das Gute daran. Man ist gezwungen, dass man immer in die frische Luft muss. Und ja, es ist. Hund ist wirklich eines der besten Tiere, die es, glaube ich, gibt auf dieser Welt. Lieblingsfach war immer natürlich Turnen, aber ja, Turnen ist, glaube ich, von ziemlich jedem das Lieblingsfach. Aber neben Turnen war noch Mathematik eines von meinen Lieblingsfächern. Hört sich zwar jetzt ein bisschen komisch an, aber das ist mir immer schon gelegen und hat mir einfach getaugt. Dafür war Deutsch noch nie meine Stärke und ist auch heute noch nicht. Und es hat mir auch früher nicht so getaugt einfach. Ja, hoffentlich weit. Also wir haben wirklich so eine eingeschweißte Truppe, haben vom Vorjahr schon extrem viel mitnehmen können und ja, haben wirklich gute Aussichten, jetzt einmal die Gruppenphase zu überstehen. Aber weiter sollten wir noch nicht blicken, weil ja doch das jetzt unser ganz klares Ziel ist, die Gruppenphase ja, zu überstehen. Und ja, alles Weitere ist sicher für uns Spieler einfach eine Belohnung. Und ja, werden wir sehen, wie weit wir können kommen. Ja, vor dem Fernseher, leider Gottes. Es werden natürlich trotzdem besser gewesen, wenn man das hautnah spüren kann am Platz, wenn man da dabei sein kann. Aber ja, es war sehr schade. Wir haben wirklich hervorragende erste Halbzeit jetzt gegen Schweden gespielt. Hätten sie es 2-0 sogar verdient und ja, das haben wir leider nicht erzielt. Und ja, so schnell geht es im Fußball. Zweite Halbzeit hat dann Schweden wirklich Druck gemacht und ja, hat uns zu Fehlern gezwungen und ja, leider Gottes sind wir da jetzt ausgeschieden, aber ja, das Leben geht weiter und ich glaube, wir können jetzt schon den Blick nach vorne richten und ja, müssen wir es eben bei der nächsten Europameisterschaftsqualifikation schaffen. Ja, ab und zu kommt einem der Gedanke schon mal in den Sinn, aber ja, wirklich nur ganz kurz. Dann weiß man schnell wieder, dass das eigentlich das Schönste ist, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann. Und natürlich gibt es in jedem Beruf, glaube ich, immer wieder Ups und Downs. Und deswegen
Ja, darf man sich da einfach nicht zu lange mit solchen Gedanken beschäftigen, und das habe ich nicht. Ich habe versucht, immer positiv zu bleiben, und deswegen habe ich das so schnell wie möglich wieder beiseite geschoben. Es hat schon sehr, sehr viele emotionale Momente gegeben, Gott sei Dank, in meiner Karriere. Das, Emotionen sind ja wirklich was Schönes. Ich denke jetzt mal ganz weit zurück. Das war doch für mich der erste große Erfolg. Das war der Meistertitel mit Ried. Also, das war doch was Besonderes, wieder in die Bundesliga aufzusteigen. Mit dem Club, bei dem man den ganzen Nachwuchs. Abteilung alles durchgemacht hat, das war wirklich was Besonderes. Und dann, ja, jeder Meistertitel, jeder Cupsieg hat was Besonderes gehabt. Es sind wirklich extrem viele schöne Momente bis jetzt in meiner Karriere gewesen. Und ja, einen anderen bitteren Moment werden wir jetzt gegen Standard Lüttich wieder ausmerzen. Ja, ist immer wieder ein schönes Spiel im Bauernherbst. Ich glaube, wir waren bis jetzt immer gut unterwegs in der Zeit. Haben natürlich Samstag alle die Tracht an. Also kommt auch, wenn möglich, in Tracht. Das ist doch was Besonderes jetzt als Salzburger in der Zeit. Und Traditionen gehören gelebt, und würde mich wirklich sehr freuen, wenn extrem viele Leute generell einmal ins Stadion kommen und dann in Tracht vielleicht noch eine Jacke drüber, weil es doch etwas kalt ist. Aber bin überzeugt davon, dass euch das nichts ausmachen wird. Und ja, ich freue mich schon wirklich sehr, euch wieder vom Platz aus zu sehen. Tschüss.